Heute bei Auf Streife die Spezialisten Absturzgefahr im Drogenrausch. Bitte, bitte nicht fliegen. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Ein mutmaßlich lebensmüder Mann wird jetzt zum Einsatz für die Kölner Feuerwehr. Feuerwehr und Rettungsdienst, hallo? Hallo, hier ist Ute Großbaum. Auf dem Nachbargrundstück, da hängt ein fremder Mann aus dem Fenster. Vielleicht ist es ein Einbrecher. Ich erreiche meinen Nachbarn aber auch nicht. Sie müssen dringend kommen. Frau Großbaum, wo sind Sie denn? Bärenrather Straße 159. Gut, Frau Großbaum, bleiben Sie ganz ruhig. Die Rettungskräfte sind unterwegs. Die Melderin redet bis zum Eintreffen der Rettungskräfte auf den scheinbar lebensmüden Mann ein. Feuerwehreinsatzleiter Joachim Peters koordiniert sofort alle notwendigen Schritte zur Rettung. Als wir heute Nachmittag hier eintreffen waren, saß eine männliche Person am Fenstersims eines dreigeschossigen Wohngebäudes und drohte herunterzuspringen. Wir mussten also schnell Maßnahmen ergreifen. Gebäude ist verschlossen, kein Zugang. Wir müssen also auf jeden Fall über Leiter. Bleiben Sie da oben sitzen! Die Kollegen sind sofort da! Der Rettungsdienst um Sanitäter Daniel Bräutigam trifft ein. Ebenso Notärztin Debbie Fischer und ihr Team. Feuerwehreinsatzleiter Joachim Peters hat bereits versucht, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und gibt seine Informationen an die Kollegen weiter. Der macht einen seltsamen Eindruck. Er ruft und er schreit auch nicht, aber er ist vollkommen entspannt, wenn man ihn anspricht. Okay. Und sieht ein bisschen seltsam aus. Ja, alles klar, wisst ihr Bescheid. Wir sind auf jeden Fall mit ist er alkoholisiert? Er wirkt sehr alkoholisiert. Er schwankt leicht. Ne? Ja, nicht, dass er mir noch darunter fällt. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die Situation erstmal unklar. Die Person im Fenster wirkte betrunken. Man merkte, dass sie anscheinend irgendetwas genommen hat, aber es war nicht klar, was. Debbie Fischer vermutet einen massiven Drogenmissbrauch. Wenn diese Annahme zutrifft, befindet sich der Mann in Lebensgefahr, da er die Folgen seines Handelns nicht überblicken kann. Bleiben Sie bitte sitzen, Peter. Ja? Also er heißt Peter, aber mehr noch nicht. Bitte, bitte nicht fliegen. Naja, gut, jetzt ist der Kollege ja wenigstens da. Ja, es ist natürlich niemals ungefährlich für die Kollegen, gerade wenn sie wie hier in etwa 7 bis 8 Meter Höhe am Gebäude einen Menschen retten. Denn wir wissen natürlich nicht, wie diese Person reagiert. Und von daher versuchen wir natürlich mit Sicherungsmaßnahmen die Einsatzkräfte zumindest gegen alle weiteren Folgen zu schützen. Wenn der weiter so wackelt, fällt er uns doch noch runter. Oh, ist die schon ganz gut aus. Genau, jetzt ist er sicher. Ja, jetzt ist er sicher. Oh. Jetzt sind wir drin. Noch ahnt keiner der Rettungskräfte, dass es nicht bei einem Patienten bleiben soll. Durch das Fenster entdeckt Sanitäter Tom Conradi eine weitere scheinbar verletzte Person. Ich kann durch die Scheibe schon hier vorne noch jemanden sitzen sehen. Hier im Flur, siehst du, da sitzt noch jemand. Ja. Scheint auch betroffen zu sein. Ja, wir haben schon den zweiten Patienten hier vorne gesehen. Ich hab den ersten mit runtergebracht, jetzt ist einer in der Küche. Habe ich Füße gesehen, müssen wir mal gucken. In der Küche? Na super, ja, na super. Hier unten schon mal 3 Stück. Guten Tag, geht's Ihnen gut? Ja, gut geht's mir. Sehr, sehr gut. Mir geht's sehr gut. Okay, da ist wieder oben, der sitzt auch stabil. Hallo? Ihnen geht's auch gut? Hallo. Kommst du einmal, ich habe ja noch jemanden liegen. Hallo, können Sie mich hören? Was ist passiert? Hallo, können Sie mich hören? Sei doch so freundlich. Kannst du mal ein bisschen Platz machen, damit ich mal eher besser rankomme? Sind die Jungs vom RTW da? Ich lasse den RTW hier, ich besorge einen neuen RTW. Alles klar. Der Rettungsassistent, der mit dem Notarzt zusammen ist, ist quasi der Zuarbeiter. Jetzt bei dieser großen Schadenslage mit mehreren Verletzten kümmert sich halt der Rettungsassistent um das ganze Organisatorische. Guckt, wie viele Patienten sind da, wo muss der Notarzt hin und arbeitet dem dann halt auch zu. Genauso mit den ganzen Betäubungsmitteln, die halt der Rettungsassistent dabei hat, die er dann dem Notarzt anreicht. Hallo. Bist du mal so freundlich, Björn? Ich hätte ganz gerne einmal einen Zugang gelegt. Du legst den Blutdruck auf der Seite. Wir machen EKG dran. Oh, guten Tag, die Herren sind auch da. Und dann gucken wir mal. Gehen Sie mir mal die Tasche. Ist da alles mit in Ordnung? Wollten Sie was an der Tasche? Ich komme gleich noch mal auf dich zu. Ja, Entschuldigung, ich bin ja gerade mal ein bisschen. Ich muss mal gucken, was hier los ist. Hofbesitzer oder hier Hausbesitzer? Nein, nein, Hausbesitzer? Wir sind gerade gekommen, wie gesagt. Also wir haben hier 3 verschiedene Einsatzkräfte, nämlich die Rettungskräfte, die Einsatzkräfte der Feuerwehr und wir als Polizei. Und hier gilt natürlich immer zu beachten, Gesundheit für Leib und Leben steht hier in allererster Linie vor Strafverfolgung. Das heißt, wir lassen natürlich erstmal den Ärzten den Vortritt, dass hier keine Gesundheit geschädigt wird oder längerfristig hier gesundheitlicher Schaden besteht für die Patienten. Und von daher war es erstmal wichtig, diesen den Vortritt zu lassen. Haben Sie das genommen?
Ja, haben Sie das genommen? Nehmen Sie das immer? Ich weiß nicht, ob sie eine Tablettenintoxikation hat, ja? Beim Eintreffen am Ort des Geschehens ist immer ganz wichtig, die Ruhe zu bewahren, weil man sollte selber nicht kopflos werden. Wir haben bestimmte Schemata, nach denen wir arbeiten. Das heißt, es gibt ein Schema im Kopf, wo wir abarbeiten, ob die Person vital gefährdet ist. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Sarah. Sarah, wissen Sie noch, wie viel Sie von den Medikamenten genommen haben? Nein. Haben Sie sonst noch irgendwas genommen, Sarah? Was sagt denn der Blutdruck, bitte? Der misst jetzt. Gut, ich brauche noch mal das. Jo. Ich habe drüben im Wohnzimmer jetzt eine kleine Patientenablage gemacht. Wir haben dann noch zwei weitere Patienten. Alles klar. RTW zweiter kommt. Ja. Ein Feuerwehrmann kümmert sich sobald erstmal um die beiden anderen. Also wenn an so einer Einsatzstelle mehrere Patienten sind, teilt man sich auf, dass wirklich erst einer eine Sichtung macht und wirklich schaut, wie viele Patienten habe ich, was für Rettungsmittel brauche ich. Und dann auch so wie hier in einer engen Kooperation mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr zusammenarbeitet, der dann halt weitere Rettungsmittel noch nachbestellt. Da wird man drauf geschult. Und da hat man dann auch im Endeffekt einen Blick für. Wissen wir schon, was wir hier haben? Also das Einzige, was ich gefunden habe, sind Tabletten. Tabletten, ja. Ich weiß nicht, sie wirkt anscheinend schon so etwas benommen. Das Mirtazapin ist ein Medikament, was auch sehr stark beruhigt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwas Suizidales ist. Kann ich im Moment noch nicht abchecken. Möchtest du einen Drogentest oder sowas machen? Das ist eine gute Idee. Ja. Ich habe die Nadel noch hier drin. Ja. Das heißt, das kannst du hier raus machen. Okay, alles klar. Ja. Die Ehefrau des Okay, ja. Sie gehört das Haus hier, oder? Ja, mit meinem Mann zusammen. Das ist unser Haus. Was ist passiert? Ich habe gehört, es gibt Verletzte. Ja, anscheinend hat, wo ist denn mein Mann? Die Feuerwehr hat jemanden aus dem Fenster rausgeholt. Richtig. Der saß am Fenster. Und ich weiß nicht, was ist denn das jetzt hier? Also eine Heilpraxis wurde jetzt gerade gesagt? Ja, mein Mann und ich, wir sind Heilpraktiker. Wir haben hier eine gemeinsame Praxis. Und ich bin gerade dazu gerufen worden von unserer Nachbarin, weil mein Mann scheint offensichtlich nicht da zu sein. Ich weiß gar nicht, was los ist. Okay. Ich war die Personen, die jetzt hier sind alle ziemlich benommen. Heißt, ich weiß nicht, was die Leute genommen haben. Sieht nach BTM aus? Mein Mann hat hier ein Seminar veranstaltet, hat er mir gesagt. Was machen denn für Seminare und was wird da verabreicht? Da wird normalerweise nichts verabreicht, um Gottes Willen. Irgendwelche Arten von Neuroleptika? Auf gar keinen Fall. Wir sind Heilpraktiker, wir arbeiten mit sanfter Heilung. Dann gucken Sie einmal jetzt im Wohnzimmer, einmal, ob Sie die Herren kennen. Ja, das sind die Patienten meines Mannes. Ich glaube, eine Tasse Tee. Aber nur Tee. Aber war gut. Lecker. Ja, meine Rückenschmerzen sind jetzt auch weg. Okay. Aber es ist warm. Ich nehme ich selber mal. Ist Ihr Mann immer bei den Therapien dabei? Ja, natürlich. Er ist der Seminarleiter. Und normalerweise läuft das so, dass die gemeinsam Atemübungen machen und so weiter und über die Probleme sprechen und so weiter. Aber gut, können Sie mir schon mal Ihren Ausweis geben einmal? Und dann haben wir noch eine Person in der Küche. Und das heißt, wir haben drei männliche Personen, eine weibliche. Oder? Also ich habe jetzt nur zwei Männer gesehen. Zwei männliche Personen, zwei Männer und eine weibliche Person. Okay. Und sie driftet mir hier ab. Gut. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich nur intubieren muss oder was da los ist. Ja, gut. Ne? Dann gebe ich es weiter. Ja. Der Drogentest wäre fertig. Ja. Einmal das Ergebnis. Ja, sehr schön. Dann kann ich schon direkt sagen, die Dame hat noch ein bisschen mehr genommen. Der Konsum von Drogen ist natürlich immer wieder gefährlich. Man weiß nicht, jeder Mensch reagiert anders auf Drogen. Viele werden schläfrig, viele drehen richtig auf, können auch aggressiv werden. Und die Gefahr ist halt, da kann bis zum Herzstillstand wirklich alles passieren. Das heißt, Drogen ist für uns immer ein gefährliches Pflaster. Wir müssen dann wissen, was für eine Droge, wie viel von der Droge, dass wir da dann auch gegebenenfalls ein Gegengift, also ein Antidot geben können, um da dann gegenwirken zu können. Können Sie sich erinnern, ob Sie noch irgendwelche anderen Tabletten genommen haben, Sarah? Sarah, ich möchte, dass Sie bei mir bleiben. Gucken Sie mich mal an. Haben Sie noch was anderes genommen? Irgendwelche Tabletten? Nichts bekannt? Sonst irgendetwas? Was haben Sie denn gegessen? Haben Sie Pilze gegessen? Auch nicht. Also das sind hier Amphetamine. Ja? Ja? Soll ich das den Antidot also, fertig machen? Das wäre sehr freundlich. Ja. Ich hätte gern eine Ampulle Clonidin. Ja. Auf 10 Milliliter aufgezogen. Ja, mache ich. Das Wichtigste im Rettungsdienst ist das Miteinanderarbeiten. Das heißt, Team nicht im Sinne von toll ein anderer macht, sondern wir ergänzen uns. Man kann als Notarzt auch nicht überall da sein und ist froh, wenn man Kollegen hat, die auch mit ein Auge haben, die auch sehr kompetent sind, sodass man sich prima ergänzen kann.
Ein zweites Rettungsteam kümmert sich um die beiden Männer. Sie scheinen nicht so schwer betroffen zu sein wie die junge Frau in der Küche. Stefan Sindera geht der Ursache des offensichtlichen Drogenmissbrauchs auf den Grund. Von dem Heilpraktiker fehlt nach wie vor jede Spur. Sag mal, kurz, nee, für mich nur zur Kenntnis. Ja. Haben die irgendwas eingeworfen, oder? Genau, er sagt die ganze Zeit, dass sie irgendeinen komischen Tee getrunken haben, der da hinten stehen soll. Ich habe mal gerade drüber geguckt. Boah, was heißt ich, das? Ich weiß nicht, was es ist. Wir hatten sie ja gerade schon gefragt, ob ihr Mann da verabreicht. Ja, mir kommt das gerade ganz komisch vor. Das sieht ja wirklich so aus, als hätten die Herrschaften irgendwelche Substanzen zu sich genommen. Irgendwelche Neuroleptika, irgendwas, was bewusst ist. Hat jemand das schon mal verabreicht? Ich muss ehrlich sagen, mein Mann hat neulich mit Drogen hantiert. Allerdings hat er einen Selbstversuch gemacht und ich war sehr entsetzt darüber. Und er hat mir hoch und heilig versprochen, dass er das nicht nochmal machen würde. Aber so wie das jetzt aussieht, scheint er tatsächlich wieder so etwas genommen. Wo befinden sich denn diese Substanzen, die er da benutzt? Ich weiß es nicht. Mein Mann hat natürlich ein Arbeitszimmer, also wo er alle seine Medikamente... Können wir da mal reingucken? Ja, natürlich. Ja. Pass mal auf. Geh du mal eben mit. Ich mach mal mit der Notärztin. Kommen Sie. Ja. Okay. Sie gibt uns gerade an, dass der Mann im Selbstversuch schon mal irgendwelche Substanzen sich selber zugeführt hat. Ja. Und vermutlich jetzt auch hier in einem Tee, hier den Personen. Würde sich das decken? Das würde sich total decken, weil es ist nämlich im Moment, die Patientin nimmt wohl von Natur aus ein Antidepressivum. Und sie hat diese starke Reaktion gehabt, weil das praktisch jetzt sich in die Quere kommt. Ja. Deswegen würde das totalen Sinn machen, dass es denen so geht. Auch, dass er da oben dachte, er könnte fliegen. Die Frau ist schockiert, dass ihr Ehemann die Drogen nach dem Selbstversuch nicht vernichtet, sondern offensichtlich an seinen Patienten ausprobiert hat. Nachdem die Beamten die illegalen Substanzen sichergestellt haben, wird klar, dass sich nicht nur die Patienten in großer Gefahr befinden. Die Frage bleibt, wo ist der Heilpraktiker? Pass auf, dann will ich jetzt hier mal kurz einen Cut machen, weil dann, glaube ich, ist Ihr Mann vielleicht auch in größter Gefahr. Und dann würde ich ganz schnell jetzt mit der Suche beginnen, ja? Natürlich. Würden Sie mir hier noch den weiteren Hof zeigen? Der ist nämlich nicht da. Darf ich einmal kurz, Debbie? Ja. Die Patientin trübt wieder ein. Wir bräuchten nicht dringend am RTW. Oh Gott. Die Patienten haben alle sehr unterschiedlich reagiert, sodass wir davon ausgehen müssen, dass sie verschiedene Mengen an Drogen konsumiert haben, in diesem Fall ja unbewusst. Und das Besondere bei der jungen Patientin war, dass sie nämlich auch noch zusätzlich Medikamente nimmt. Und die Kombination dieser zwei hat eigentlich dazu geführt, dass ihr Kreislauf zusammengebrochen ist. Sarah ist nicht da. Nein. Du hast die Clonidin noch, den Rest, was ja, fertig wird. Hätte ich gerne noch mal mehr. Wir können mal schnell ins Auto, damit sie nicht auskühlt. Und ich hätte ganz gern dann den Ambo-Beutel. Ja? Nicht erschrecken. Alles klar. Während Notärztin Debbie Fischer um das Leben der Patientin kämpft, machen sich die Polizeibeamten auf die Suche nach dem vermissten Heilpraktiker. Stefan, ich hab gesehen. Herr Winkelmann! Habt ihr jemand gefunden? Ja, wir haben gehört. Herr Winkelmann, warten Sie mal. Hallo. Sind Sie Herr Winkelmann? Ja. Kommen wir hier runter? Ist das jemand? Achim, ja natürlich, das ist mein Mann. Was ist los? Geht's dir gut? Was machen Sie hier? Wie geht's dir? Mir geht's nicht gut, Heike. Mir ist schlecht. Mein Gott, einer von der Feuerwehr, bitte mal wen hier hinholen vom RTW. Was machst du denn hier? Es geht. Was ist denn mit den anderen Leuten passiert? Was ist denn hier los? Wir haben zusammen gegessen. Ich habe die Sachen aus dem Kühlschrank geholt. Ja. Habe die Sachen noch mal warm gemacht. Ja, ich denke, die waren verdorben. Ich glaube, dass das Essen verdorben war. Nee, das kann nicht sein. Herr Winkelmann, Sie erzählen uns jetzt hier Müll, aber ich will erst mal, dass Sie ärztlich versorgt werden. Ja? Können wir auch noch mal hier einmal deutlich durchsuchen. Ne? Rettungsdienst weiß Bescheid. Ja. Also manche Einsätze, die erfordern von uns besonders Hirn und Verstand, andere wieder vollen Körpereinsatz. Den habe ich heute bei der Suchaktion gegeben hier auf dem Hof, weil wir den verschollenen Herrn Winkelmann gesucht haben, weil da wirklich, wirklich akute Gefahr herrscht, weil wir nicht wussten, wie viele Drogen er vielleicht genommen hat. Auf diesem Weg habe ich mir auch hier wunderbar mein Wappen abgerissen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr für das Land Nordrhein-Westfalen tätig bin, sondern ich bin weiter im Polizeidienst, keine Sorge. Unterdessen zeigt die Behandlung der Patientin Erfolg. Sie kommt nach einer kurzen Bewusstlosigkeit wieder zu sich. Ich glaube, das Medikament beginnt aber langsam zu wirken. Ja? Hallo, junge Dame. Na, ist das unangenehm? Tut das weh? Ja? Ah, da kommt ja jemand wieder. Warte mal eben mit der Intubation. Nicht erschrecken, wird mal hell. Können Sie mich hören, Sarah? Ja? Sprechen Sie mal mit mir. Geht's? Machen wir wieder den Sauerstoff dran. Brauchen wir im Moment keine Intubation. Okay. Ich mach das mal hier eben wieder dran, dann kommt der Sauerstoff.
Teilnahmebeutel in Vorbereitung. Ja, bitte. Das wäre freundlich. Geht, Sarah? Wissen Sie, wo Sie sind? Sie sind im RTW. Wissen Sie, was passiert ist? Ich bin Notärztin und Sie haben Drogen unter den Tee gemischt bekommen. Und da Sie andere Medikamente noch nehmen, haben die sich nicht vertragen. Dann sind sie zusammengeklappt, ja? Das ist aber jetzt wieder in Ordnung. Wir haben Gegengift gegeben. Wird's langsam besser? Der Heilpraktiker spielt bei der Befragung weiterhin den Unwissenden. Die Polizeibeamten sind sich allerdings sicher, dass der Mann nur versucht, seine Straftat zu verschleiern. Haben Sie auch was von diesem komischen Tee getrunken? Weil die Herren sagen, die haben auch was von dem Tee getrunken. Ja, zusammen gegessen. Wir haben zusammen den Entspannungstee getrunken und die Meditation dann angefangen. Was war in diesem Tee drin? Wissen Sie das? Kräutertee. Heike, was ist in unserem Tee? Was hast du da reingetan? Normalerweise haben wir nur Kräutertee. Das ist unser Kräutertee. Das ist nichts anderes. Irgendwas, du musst doch da was reingetan haben. Nein, das sind was sicher die Lebensmittel noch. Und nein, den Herrn habt ihr schon der gesehen. Sieht aber schon ganz gut aus. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Guten Tag, ist mein Mann. Ich habe ihm gerade erklärt, dass wir es vorhin schlecht machen. Mein Name ist Fischer, ich bin die Notärztin. Sie können uns ein bisschen erklären, was los ist? Wir haben zusammen gegessen, das sind vermutlich Lebensmittel, die verdaut sind. Nein, das kann nicht sein. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Kann das sein, dass wir was gefunden haben? Also, ganz ehrlich, wir zwei Betschwestern, ja? Da drin liegt eine junge Dame, der geht's verdammt scheiße. Die hätte ich jetzt beinahe intubieren und reanimieren müssen. Ich möchte jetzt gerne wissen, was das war, ja? Sag jetzt endlich die Wahrheit. Es tut mir leid. Ja, dann sagen wir es doch einfach. Ich hab das nicht gewollt. Also, wir waren beim Entspannen und ein Kollege hat mir erzählt, es gibt Fortschritte, es gibt Substanzen, die helfen, dass es den Menschen besser geht, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Und das war das, was Ihre Frau schon erwähnt hatte. Ich hatte einen Selbstversuch gemacht, ja. Und dieser Selbstversuch, sie hat mir Vorwürfe daraus gemacht und ich habe dann das Ganze abgebrochen und ihr versprochen, nie mehr damit was zu tun. Ja, du hast mich angelogen, du hast es ja jetzt schon wieder gemacht. Heike, bitte, ich bitte dich um Entschuldigung, ich brauche jetzt deine Unterstützung. Wir haben doch eine Verpflichtung, den Menschen zu helfen und sie nicht unter Drogen zu setzen. Wie kann denn sowas sein? Ich hab noch nie was mit Drogen. Es tut mir leid. Ja, bleiben Sie mal weg hier. Spinnst du? Also, wir müssen jetzt hier nicht helfen, dass wir den mitnehmen. Nein, von denen. Nein. Die beruhigen sich. Die beruhigen sich, da würde ich machen. Die kommen runter. Das ist kein Problem. Die kommen gut, okay. Runter. Ich, gut. Ich bin Elektriker. Ich bin Elektriker. Ich habe nichts mit Drogen. Was passiert jetzt? Ja, folgendes. Wir nehmen Sie jetzt mit auf die Wache, ja? Wir bezichtigen Sie jetzt einer Straftat. Ja, der gefährlichen Körperverletzung. Das tut mir leid. Ja, ich entschuldige mich in aller Form. Das können Sie gerne machen, ja? Sie müssen jetzt auch ehrlich gesagt nichts mehr zur Sache sagen, wenn Sie jetzt Beschuldigte in einem Strafverfahren sind. Ja, haben Sie das verstanden? Ja. Den Herrn Winkelmann nehmen wir hier mit zur Wache. Heißt, wir haben ihn erstmal in Gewahrsam genommen und werden ihn ED behandeln, weil er im Besitz von Drogen hier war. Er verstößt gegen das BTMG-Gesetz und dementsprechend liegt hier auch noch eine zweite Straftat vor. Er hat eine schwere Körperverletzung gegen seine Patienten vorgenommen und dementsprechend werden wir ihn jetzt erstmal mitnehmen. Wenn Sie sich noch eine Jacke anziehen wollen, Geht so. Wir fahren jetzt zur Wache, wenn Sie nachfahren wollen. Ne? Sie haben noch meine, können Sie das machen? Ich weiß nicht, ob Sie hier erstmal bleiben, weil hier noch die Person sind. Sie haben dann das Gefühl, dass das Pülsken noch ein bisschen hoch ist. Ne? Ja, mir ist warm und Kopfschmerzen habe. Genau. Das ist, weil aber der Blutdruck so hoch ist. Mir gut. Weiß ich bin jetzt ein bisschen wackelig. Das ist aber vollkommen normal. Einfach noch mal 10 Minütchen da bleiben. Das ist der falsche Moment. Das reicht mir dermaßen. Du hast mich auch angelogen mit der Sache. Wir kriegen das du hast auch eine Affäre können gehabt. Sie, können Sie das später klären? Nein, weil jetzt ich wollte Ihnen nur noch einmal sagen, dass es jetzt vorbei ist mit unserer Ehe. Das war's. Ich lasse mich scheiden. Vertrau mir noch einmal, nein, Schalke. Es reicht. Du hast mich jetzt so oft angelogen. Bitte entschuldigen Sie. Gut, jetzt müssen wir mal los hier. Der Heilpraktiker verliert damit nicht nur seine Zulassung, sondern auch seine Ehefrau. Seine Patientin ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Einer der beiden älteren Männer klagt immer noch über Beschwerden. Also bei dem einen Herrn würde ich ganz gerne in RTW noch mal kurz ein EKG dranhängen, Blutdruck messen, weil er klagt gerade über Druckgefühl auf der Brust. Ja. Und das kann auch schon mal einen Herzinfarkt auslösen, das glaube ich nicht, ich gehe nur auf Nummer sicher. Die Patientin wird jetzt eben abtransportiert, ich gucke nur noch einmal kurz drüber und kümmere mich dann um ihn und dann schnellstmöglich ins Krankenhaus, dann kriegen wir es hin. Okay, okay. Weil, Gewicht bekommen wir dann. Ja, tut mir leid, so schnell bin ich dann doch. Nee, ach, gut. Ich arbeite dran, okay? Nee, ich bin sehr froh, wenn ein Einsatz so glimpflich abläuft,
läuft wie dieser, weil in diesem Fall ist es ja fast perfekt gelaufen. Wir hatten genug Manpower, um zu agieren und die Patienten haben zwar eine Droge konsumiert, aber die Wirkung flaute schnell ab. Insofern bin ich sehr erleichtert, dass dieser Fall so gut ausging, im Gegensatz zu einigen anderen Fällen, wo wir auch einfach zu spät kommen. Bei dem älteren Patienten konnte im Krankenhaus ein Herzinfarkt ausgeschlossen werden. Auch die junge Frau befindet sich durch die schnelle Gabe des Gegengifts wieder auf dem Weg der Besserung. Der Heilpraktiker hat seine Zulassung entzogen bekommen. Seine Frau hat die Scheidung eingereicht.